stay till the morning. Tell me you want it. You know I go on and on. Cause you're too important. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grade. Wir grillen heute zwei Picanha Steaks am Spieß, Churrasco-Style also. Aber es soll nicht ausschließlich darum gehen, wie ich ein Picanha-Steak perfekt grille, sondern es gibt heute gleichzeitig auch den Vergleich zwischen Holzkohle und Gasgrill. Welches Steak schmeckt am Ende besser? Das werden wir heute herausfinden. Viel Spaß dabei, los geht's! Wir brauchen für unser kleines Experiment gar nicht viel. Wir brauchen zwei Picanha Steaks. Ich nehme jetzt schon zwei fertig zugeschnittene von Eatventure. Ihr könnt aber auch ein Picanha, beziehungsweise wenn ihr euren Metzger fragen wollt, nach einem Tafelspitz. Das ist sehr, sehr ähnlich wie ein Picanha. Ist derselbe Muskel, nur minimal anders zugeschnitten. Wichtig ist nur, wenn ihr nach einem Tafelspitz fragt, fragt, ob der Fettdeckel noch dran ist, weil das macht ein Picanha aus. Wenn ihr also ein Picanha oder Tafelspitz im Ganzen habt, dann zwei Steaks davon 3 bis 4 cm dick runterschneiden, dann habt ihr genau das gleiche, was ich hier heute fürs Video nutze. Für die Zubereitung braucht ihr dann entweder einen Kohlegrill oder einen Gasgrill. Ich nutze heute, wie gesagt, beides und einen Spieß. Wir haben hier so traditionell solche Churrasco-Spieße, so nennt man das in Brasilien, wo halt traditionell das Picanha gerne auf solchen Spießen gemacht wird, nennt man dann Churrasco. Das funktioniert natürlich aber auch mit jeglichen Grillspießen, zum Beispiel solchen geilen Schaschlik-Spießen, Mangal-Spießen aus Edelstahl. Das ist nachher gehopst wie gesprungen. Beide Grills heizen wir jetzt einmal volle Pulle vor. Bei einem Kohlegrill ganz simpel Kohle zünden, in einem Keramikgrill, im Keramikgrill selbst, beim normalen Holzkohlegrill im Anzündkamin und dann gebt ihr die Kohle in den Grill rein. Bei einem Gasgrill heißt es, alle Brenner voll aufdrehen, auch wenn wir nicht die gesamte Fläche brauchen, aber wir wollen ja einen Geschmacksvergleich haben. Und ein Gasgrill, der performt meistens dann schlechter als ein Kohlegrill, wenn er nicht ganz so heiß wird wie ein Kohlegrill. Deswegen ist wichtig, wir nutzen jetzt in unserem Versuch einen Bull Angus. Das ist grundsätzlich ein sehr, sehr heißer Grill und deswegen glaube ich auch, dass der Geschmack nachher vergleichbar ist. Aber wir werden nachher das mit dem Team verkosten, so dass das Team keine Ahnung hat, was es für einen Unterschied herausschmecken sollte und können dann am Ende sagen, konnten die herausfinden, welches Steak über Kohle gegrillt wurde und welches über Gas gegrillt wurde oder gibt es tatsächlich keinen Unterschied. Die Steaks selber werden wir einfach nur trocken tupfen und dann ordentlich mit grobem Salz, mit Salzflocken salzen. Das ist die klassische Machart für Picanha, richtig ordentlich Salz ans Steak ranbringen und dann über offenem Feuer grillen und hier in unserer zweiten Variante dann über offenem Gasflammenfeuer. Wichtig ist, beim Grillen eines Picanha Steaks unbedingt dabei zu bleiben. Durch den Fettdeckel haben wir eine sehr hohe Gefahr für einen Fettbrand, sowohl über Kohle als auch über Gas. Bei Gasgrills regen sich immer viele auf, wenn ein Gasgrill zu Flammenbildung neigt. Das ist aber eigentlich total unberechtigt, denn wir wollen mit einem Gasgrill ja das typische Grillaroma und damit einhergeht, dass auch bei einem Gasgrill es Flammen gibt, genauso wie bei einem Kohlegrill auch. Deswegen muss man aber das Steak hin und wieder mal umlegen. Man muss es permanent am Spieß wenden und drehen, damit eine Seite nicht zu schnell verbrennt oder rußig schmeckt und das Ganze nachher ein wunderschön krosses Ergebnis außen wird mit tollen Röstaromen und einem saftigen Medium Steak in der Kerntemperatur, denn hier wollen wir ungefähr 52, 54 Grad Celsius anpeilen. Wir nehmen es dafür schon 2-3 Grad vorher runter, damit es dann noch ein bisschen nachziehen kann. Bei unserem Versuch haben wir jetzt festgestellt, dass wir beim Kohlegrill den Deckel auf jeden Fall offen lassen können, während wir das Steak darauf grillen. Beim Gasgrill haben wir mehr Energie, mehr Schub, mehr Temperatur, wenn wir den Deckel währenddessen schließen. Das haben wir in unserem Versuch jetzt aber absichtlich nicht getan, weil a, der Bull sehr, sehr heiß wird und b, wir einen fairen Vergleich haben wollen. Wenn aber euer Gasgrill nicht ganz so heiß wird, dann empfehle ich euch auf jeden Fall, während der Garzeit den Deckel zu schließen, damit ihr überhaupt genügend Energie ans Fleisch ranbringen könnt. Vom Grillergebnis, von den Röstaromen, von der Flammenbildung während des Grillens muss ich auch sagen, sehen beide Steaks 1:1 gleich aus. Ich könnte optisch nicht den Unterschied treffen zwischen dem Steak, was über Kohle gegrillt wurde und dem, was über Gas gegrillt wurde. Auch vom Geruch her riechen beide einfach absolut köstlich. Beim Anschnitt nach dem Ruhenlassen haben wir auch bei beiden ein unfassbar saftiges Ergebnis ohne wirklich sichtbaren Bratenrand. Und jetzt geht es natürlich ums Verkosten. Yeah,
mein Kameramann, unser Grillmeister Patrick, der bei dem Versuch die beiden Steaks gegrillt hat, und ich, wir wussten natürlich, worum es geht. Wir wussten, welches Steak vom Kohlegrill und welches vom Gasgrill kommt. Und trotzdem konnten wir nicht wirklich sagen, das ist jetzt ein Unterschied. Wir meinen für uns geahnt zu haben, dass es bei dem Steak auf dem Kohlegrill vielleicht den Hauch von Rauch mit in der Geschmacksnote gegeben hat, aber das Ganze hätte auch einfach Placebo sein können. Und deswegen haben wir uns noch drei Leute aus unserem Team mit dazugeholt, die nichts von diesem Experiment hier wussten und die diese Tranchen einmal probiert haben. Und auf die Nachfrage, ob sie überhaupt irgendeinen Unterschied geschmeckt haben, war die Antwort ganz klar: nein, beides sehr gute Steaks. Als ich dann gesagt habe, das eine wurde über Kohle gegrillt und das andere wurde über Gas gegrillt, und gefragt habe, welches von beiden sie denn denken, dass es über Kohle gegrillt wurde und welches über Gas gegrillt wurde, haben sie gesagt, keine Ahnung. Und als ich dann eine Antwort von ihnen verlangt habe, hat einer richtig getippt, einer hat falsch getippt und einer hat gesagt, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Im Endeffekt haben wir also genau 50-50 und müssen sagen, einen Geschmacksunterschied, den gibt es sehr wahrscheinlich nicht. Und wenn es ihn gibt, dann ist der so gering, dass ich beim normalen Grillen und beim Verzehr als Gast, als Griller, den Unterschied niemals bemerken würde, wenn ich nicht den direkten Vergleich auch dabei hätte, weil selbst in diesem Vergleich konnten wir es nicht herausfinden. Das war es also schon wieder von diesem kleinen Experiment zum Thema Gasgrill versus Kohlegrill, zum Thema Picanha Steaks am Spieß als Churrasco auf dem Grill grillen. Kerntemperatur überwacht haben wir natürlich mit einem Einstichkernthermometer. Könntet ihr auch mit einem Mieter als Bluetooth-Thermometer. Ich finde aber hier ein Einstichthermometer praktischer. Ich glaube, damit ist alles gesagt, damit ihr euer Picanha Steak perfekt auf den Punkt grillen könnt, egal ob ihr einen Kohle- oder einen Gasgrill habt. Schreibt mir dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo für den Kanal, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.